Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie zum sechsten Video in der Reihe Corona in der Schweiz. Mein Name ist Konstantin Beck, ich bin Gesundheitsökonom der Universität Luzern. Das Thema ist Übersterblichkeit bei Kindern und jungen Erwachsenen. Und das dazugehörige wissenschaftliche Papier wurde vor kurzem an einer Tagung des CSS-Instituts und der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie vorgestellt und führte dort zu ausführlichen kontroversen Diskussionen, auf die ich punktuell eingehen werde. Wenn von Übersterblichkeit im Zusammenhang mit Corona die Rede war, dann dachte man immer an ältere Menschen. Die Sterblichkeit ist ja bei den Senioren sehr viel höher als bei den jüngeren Personen. Bei den Kindern ist sie verschwindend gewesen. Was mich überrascht hat bei der Detailanalyse der Zahlen von 2020 bis 2021, dass auch bei den Kindern und den jungen Erwachsenen eine Übersterblichkeit auszumachen ist. Und das ist der Gegenstand dieses Videos. Zuerst aber ein paar grundsätzliche Gedanken zur Sterblichkeit. Die Lebenserwartung bei Geburt entspricht der durchschnittlichen Dauer des Lebens in einer bestimmten Gesellschaft. In Tat und Wahrheit leben wir jedoch unterschiedlich lang, das dürfte unbestritten sein. Haben wir deshalb einen Anspruch darauf, die Lebenserwartung zu erreichen? Ich meine nein. Genauso wenig haben wir uns für ein überdurchschnittlich langes Leben zu entschuldigen. Lebenserwartung ist eine statistische Beschreibung, daraus kann kein Anspruch abgeleitet werden. In Ökonomie und Medizin ist es üblich, von verlorenen Lebensjahren zu sprechen. Machen wir ein Beispiel, jemand stirbt mit 30 Jahren, seine Lebenserwartung wäre bei 85 Jahren gewesen, dann wird oft von 55 verlorenen Lebensjahren gesprochen. Hier taucht versteckt wieder dieser Anspruch auf eine bestimmte Lebensdauer auf, den wir vorher verneint hatten. Was wäre nun aber, wenn alle Frühverstorbenen tatsächlich 85 Jahre alt geworden wären? Alle Menschen wären dann zum Todeszeitpunkt 85 Jahre alt oder sogar älter. Damit liegt automatisch die Lebenserwartung oberhalb von 85 Jahren und alle mit 85 Jahren Verstorbenen wären dann wieder zu früh Verstorbene. Das ist ein Paradox, oder? Das zeigt, die verlorenen Lebensjahre gaukeln etwas vor, worauf es keinen Anspruch gibt und das für viele auch nie erreichbar sein wird. Aus der Medizin ist zudem der Begriff konkurrierender Krankheiten bekannt. Wird eine bestimmte tödliche Krankheit beispielsweise ausgerottet, dann sterben im Anschluss die Menschen vermehrt aus anderen Gründen. Es kann passieren, dass die Sterblichkeit gleich bleibt, einzig die Todesursachen wurden ersetzt. Ähnlich ist das bei Covid-19. Sterben viele an Covid-19, sterben darum weniger an anderen Todesursachen. Wenn in allen Altersgruppen genauso viele sterben, wie statistisch erwartet, gehen wegen Covid-19 keine Lebensjahre verloren. Es fand dann lediglich eine Substitution der Todesursache statt. Anders ist das, wenn wegen Covid-19 mehr Menschen sterben als statistisch erwartet. Dann liegt Übersterblichkeit vor. Und dann und nur dann verliert die Gesellschaft Lebensjahre, die Lebensjahre der übersterblich Verstorbenen, weil mit einer so hohen Sterblichkeit nicht zu rechnen war. Die Folge ist eine sinkende Lebenserwartung. Und die Pandemie erweist sich als schlimmer als die normalerweise übliche Sterblichkeit. Dieser Punkt gab Anlass zu einiger Kritik. Man hat sich dahingehend geäußert, dass die Sterblichkeit hier irgendwie so weggekürzt werde oder die Todesfälle nicht mit genügend großem Gewicht in die Berechnung eingehen würden. Ich möchte hier unterscheiden. Aus individueller Sicht ist natürlich jeder einzelne Todesfall schlimm, auch schon jede einzelne schwere Covid-Erkrankung ist schlimm. Das ist aber nicht die Sicht, die wir hier haben. Hier haben wir die gesellschaftliche Sicht, die Frage, wirkt sich die Pandemie auf die gesamte Gesellschaft aus und sinkt die Lebenserwartung der Gesellschaft, nicht eines einzelnen Individuums. Und insofern
würde ich an dieser Argumentation festhalten, die mir in sich logisch konsistent erscheint, nehme aber zur Kenntnis, dass das von anderen Wissenschaftlern in Frage gestellt worden ist. Im Folgenden gehen wir zuerst auf die Senioren und deren Übersterblichkeit ein, also auf Sachen, die man eigentlich kennt, um daraus ein Modell abzuleiten, mit dem wir dann die Übersterblichkeit bei den jungen Erwachsenen anschauen können. Dazu bietet das Bundesamt für Statistik sehr anschauliches statistisches Material an. Wir sehen hier die Todesfälle pro Woche und die erwarteten Todesfälle und haben hier das Überschießen der ersten Welle, das auszumachen ist das Überschießen der zweiten Welle beim Jahreswechsel und das Überschießen der dritten Welle am Ende des Jahres 2021. Das gibt diese rot markierten Fälle der Übersterblichkeit, also wo mehr Leute gestorben sind, als man erwartet hätte. An der besagten Tagung wurde kritisiert, dass ich im Papier die Übersterblichkeit erst oberhalb der gelben Linie und nicht oberhalb der orangen Linie rechne. Meine Argumente für diese Vorgehensweise findet man in der Quelle, die unten angegeben ist, aber ich muss sagen, es ist wirklich kein zwingend logischer Punkt und ich anerkenne hier die Position der Gegenseite und habe es dann im Folgenden auch anders dargestellt im Sinne der Kritiker. Es gab auch eine Diskussion darüber, ob es dann nicht auch statistische Untersterblichkeit gibt, die ich ab und zu auch verwende, im Folgenden aber nicht so relevant sein wird leider, wie wir sehen werden. Das Gegenargument war, dass es für Sterblichkeit eben Diagnosen gibt, aber für Untersterblichkeit keine Diagnosen. Und insofern sei das ein bisschen methodisch ein kritischer Punkt. Ich lasse das so stehen. Wie gesagt, es hat für das Folgende keine allzu große Relevanz. Wie kommt das Bundesamt zu seiner Übersterblichkeit? Es berechnet zuerst mit einer komplizierten, aber irgendwie nachvollziehbaren Methode die erwartete Anzahl Todesfälle, also wie viele Personen im Durchschnitt etwa sterben pro Woche. Sie sehen, es hat hier ein leichtes Saisonmuster, eine leichte Schwingung in den Daten drin. Und dann vergleichen Sie das mit den effektiven Todesfällen und dann gibt es eben Perioden, wo die effektiven Todesfälle deutlich über den erwarteten liegen. Man kann nun aber mit diesen Daten auch etwas anderes machen. Man kann die Differenz zwischen Erwartung und tatsächlichen Todesfällen zusammenzählen oder aufkumulieren. Das ist das, was ich hier gemacht habe. Zu Beginn des Jahres 2020 ist die Erwartung ein bisschen höher als die tatsächliche Anzahl Todesfälle. Deshalb gibt es hier negative Werte. Also wir haben die Situation überschätzt. Das heißt nicht, dass es negative Todesfälle gibt. Das war auch ein Einwand. Nein, es geht hier um unterdurchschnittliche Erwartungen. Wir hatten mehr erwartet, als tatsächlich gestorben sind. Deshalb wird das negativ bewertet. Wenn die Todesfälle die Erwartung überschießen, wird es positiv bewertet und deshalb diese negativen Vorzeichen. Wir sehen, sobald die erste Welle dann wirklich einsetzt, steigt diese Kurve an. Sie hat dann bald den Nullpunkt überschritten und bleibt oberhalb des Nullpunkts. Und hier kommt eine Periode im Sommer 2020. Wo die Erwartungen ein bisschen höher gewesen sind oder etwa gleich groß, das bleibt so etwa im gleichen Bereich. Und dann, sobald die zweite Welle einsetzt, gibt es einen starken Anstieg in der kumulierten Anzahl übersterblicher Fälle. Dann wieder etwas Ähnliches im nächsten Sommer und wieder ein Anstieg mit der dritten Welle bis auf rund 10.000 übersterbliche Todesfälle bis Ende 2021. Ich habe diese Berechnung der erwarteten Todesfälle selber auch modelliert mit einem bisschen anderen Modell, aber Sie werden sehen, die Unterschiede sind minim und vor allem für den Teil, den wir betrachten, sind sie eigentlich irrelevant. Trotzdem ganz kurz die Packungsbeilage für die Experten und Expertinnen. Es handelt sich um eine lineare OLS-Regression mit den Todesfällen pro Woche als endogener Variablen. Geschätzt wird eine Konstante, ein Koeffizient eines linearen Trends, 25 Koeffizienten von Saison- und Dummy-Variablen und der Schätzfehler. Die Daten der 65-Plus-Jährigen stammen aus dem Zeitraum Januar 2010 bis Dezember 2017. Das R-Quadrat beträgt 67%, das adjustierte R-Quadrat
Grad 65%, der Standardfehler der Residuen beträgt 69,4, der F-Test 30,7 bei 390 Freiheitsgraden. Von den 27 Schätzungskoeffizienten sind 4 nicht signifikant, 3 sind auf dem 99%-Niveau signifikant und 20 auf dem 99,9% Signifikanzniveau. Bei den Schätzungen mit den jüngeren Jahrgängen sind die Teststatistiken nicht ganz so gut. Wenn man nun mein Modell auf die Senioren anwendet, dann sieht man von AU kaum einen Unterschied. Ich kann das auch hochkumulieren, bekomme dann diese braune Kurve. Und wenn man das nebeneinander hält, sieht man, dass meine eigene Kalkulation ziemlich genau gleich verläuft, allerdings immer ein bisschen tiefer ist. Das ist erklärbar. In meine eigene Kalkulation fallen auch die Grippewellen hinein. Ich habe alle Todesfälle genommen, ob sie jetzt an Grippe gestorben sind oder sonst irgendetwas, und habe die durchschnittliche Sterblichkeit berechnet. Dann ist natürlich, wenn ich alle Todesfälle berücksichtige, der Corona-Ausschlag nicht mehr ganz so deutlich wie im Fall des Bundesamts für Statistik, das eben solche influenza-bedingten Ausschläge als Übersterblichkeit deklariert. Das gab auch eine ziemliche Diskussion, ob man das so machen soll oder nicht. Aber auch da muss man sagen, wenn man dann die jungen Jahrgänge anschaut, spielen die Grippetoten gar keine große Rolle. Insofern liegen dann die beiden Modelle auch näher beisammen und es hat für die Schlussfolgerung dieses Videos keine große Relevanz. Nun wenden wir uns also den Junioren zu. Und hier ist ein bisschen auffällig, dass die 0- bis 64-Jährigen in einer Gruppe zusammengefasst werden. Wahrscheinlich aus Gründen der statistischen Stabilität. Aber das ist doch eine sehr riesige Gruppe. Ich meine, das ist länger als mein ganzes Leben und ich fühle mich heute doch in einer völlig anderen gesundheitlichen Situation als Baby oder als Teenager. Wenn wir aber diese Gruppe als Ganzes anschauen mit den Statistiken des Bundesamts für Statistik, dann sehen wir, dass sich die Todesfälle in den Jahren 2020 und 2021 eigentlich in den gegebenen Bandbreiten bewegt haben. Wir haben 4 häufig sehr kurze Perioden, wo Übersterblichkeit auszumachen ist. Wenn man allerdings die obere Bandbreite ein bisschen breiter definieren würde, dann würden wahrscheinlich 3 von 4 Fällen wieder wegfallen. Also Übersterblichkeit ist bei den Jungen, und hier sind die Jungen 0 bis 64 Jahre alt, kein großes Thema. Interessant ist nun, wie das aussieht, wenn man das aufkumuliert. Das ist einfach eine andere Darstellung des ziemlich ähnlichen Sachverhalts. Und ich gehe immer noch von den Bundesamtskalkulationen aus. Und da sehen wir, dass wir einen konstanten Anstieg in der Übersterblichkeit haben. Also permanent sterben ein wenig mehr Menschen, als man erwarten würde. Nun kann das natürlich auch zufällig passieren. Aber wenn es zufällig passieren würde, dann müsste dann auch eine Periode kommen, wo dann halt ein paar weniger sterben und das müsste so um die Nulllinie herum schwanken. Wenn wir aber diesen Kurvenverlauf anschauen, dann steigt er ab April 2020 kontinuierlich an und geht bis auf 1000 übersterbliche kumulierte Todesfälle. Wir haben das eben auch mit einem Eigenmodell berechnet, wie gesagt. Und da sieht man, also hier sind die Unterschiede jetzt wirklich sehr, sehr klein. Die beiden Modelle sind praktisch identisch, weil eben diese Influenza-Wellengeschichte in dieser Altersgruppe keine wirklich relevante Rolle spielt. Mit diesem eigenen Modell ist es mir nun möglich, diese breite Altersgruppe aufzusplittern. Und ich betrachte jetzt mal die 40- bis 64-Jährigen, mache sonst die genau gleiche Berechnung wie bis jetzt auch. Und da zeigt sich genau dieser Verlauf, also zwischen 2015 und 2019 schwanken diese kumulierten, unerwarteten Todesfälle um die Nulllinie herum. Sie gehen mal nach oben, 2016 gehen sie nach unten, erreichen ein Minimum, 2017 gehen sie wieder hoch. Das zittert da um die Nulllinie herum. Aber das ist einfach reine Zufallsschwankung, das ist nicht weiter ernst zu nehmen, das ist keine relevante statistische Information. Was passiert jetzt 2020 und 2021? Hier steigen die Werte plötzlich an und mindestens mit der zweiten Welle kommt ein kontinuierliches Wachstum, das sich auch weiter fortsetzt in einer Phase, wo die zweite Welle eigentlich vorbei ist. Das ist das Erstaunliche. Also ab hier haben wir, obwohl wir
keine wirkliche Covid-Welle haben, einen relativ starken Anstieg in der Übersterblichkeit und dann wieder einen, wenn eine recht gut durchgeimpfte, wenn auch nicht vollständig durchgeimpfte Bevölkerung auf das Virus trifft im Winter. Wie sieht das bei den 20- bis 39-Jährigen aus? Auch hier haben wir dieses Auf und Ab, dann ein bisschen stärker in den Jahren 17 und 18, aber dann wieder schwächer im Jahr 2019. Einfach ein Auf und Ab um die Nulllinie herum, innerhalb von plus minus 40 Todesfällen. Und dann kommt eine kurze Phase, wo man eigentlich mehr Todesfälle erwartet hätte und mit der ersten Welle liegt man bereits außerhalb der Spannweite der vergangenen Jahre. Ob das jetzt ein signifikanter Ausschlag ist, das würde ich noch bezweifeln. Auffällig ist auch hier, dass die zweite Welle in dieser Altersgruppe nicht stattfindet. Also natürlich geht es da hoch und runter, aber das sind ja winzig kleine Ausschläge dafür, dass in dieser Zeit die große Pandemiewelle war. Natürlich war das auch nicht die primäre Zielgruppe des Virus. Aber dann wieder auffällig ist, wenn dann diese große Welle vorbei ist, dann setzt eine Fortsetzung dieser Übersterblichkeit ein, die weitergeht bis zum Ende von 2021. Also in dem Moment, wo man sich zu impfen beginnt, wo man Maßnahmen ergreift, hat man mehr Übersterblichkeit als vorher mit zwei Wellen, wobei die zweite Welle gar nicht nachweisbar ist. Ist in den Daten. Ich will damit nicht sagen, dass diese zweite Welle nicht stattgefunden hat. Sie ist einfach in dieser Altersgruppe nicht erkennbar, das ist alles. Ich möchte jetzt nicht daraus den direkten Schluss ziehen, das ist die Impfung, die diesen Anstieg ausmacht. Also erstmal gibt es verschiedene Gründe. Es könnten auch zunehmende Suizidraten sein oder es könnten eine Schwächung des untrainierten Immunsystems sein, das dann auf harmlosere Viren trifft, die es nicht mehr bekämpfen kann. Oder es könnte auch eine schlechtere Früherkennung von tödlichen Krankheiten sein. Es gibt diverse Gründe und die können wir hier nicht abschließend aus den Daten herauslesen. Das Einzige, was wir feststellen können, ist, es gibt anscheinend Übersterblichkeit, auch in der Altersgruppe 20 bis 39. Und die Übersterblichkeit findet zudem in Zeitperioden statt, wo wir sie so nicht unbedingt erwartet hätten. Damit kämen wir zur Übersterblichkeitsanalyse bei den Kindern, den 0 bis 19 Jahre alten Personen. Und hier müssen wir eigentlich gar keine Übersterblichkeit erwarten, weil praktisch niemand an Corona gestorben ist. Wenn wir aber die Daten anschauen, sieht das ganz anders aus. Wir haben dieses normale Schwanken, das wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, zwischen plus und minus 20 bis 30 Todesfällen. Und dann ab 2020 setzt ein Ausschlag ein, der sich fortsetzt bis etwa Mitte 2021. Also es ist ein anderes Verhalten. Also hier haben wir auch diese zweite Welle, die wir erkennen können. Aber in der Mitte des Jahres 2021 endet die Pandemie für die Kinder. Also hier haben wir keine großen Ausschläge mehr. Das geht so ein bisschen wieder rauf und runter, wie wir es kennen. Also die Kinder scheinen vor allem die zweite Welle und dann noch die ersten sechs Monate im Jahr 2021 nicht so gut erlebt zu haben. Es gab hier deutlich mehr unerwartete Todesfälle, als es das vorher in all diesen Jahren gegeben hat. Und nachher ist dann aber die Pandemie viel früher für sie zu Ende als für den Rest der Bevölkerung. Es gab auch Einwände des führenden Statistikers des Bundesamts für Gesundheit. Er hat gesagt, dass die Kinderanzahl steigt, ja auch in diesen Jahren von 1,664 auf 1,772 Millionen. Und es fehlt ein präzise berechnetes statistisches Zufallsintervall. Ich bin dem begegnet, indem ich so getan habe, ich habe die Daten umgerechnet, wie wenn wir immer 1,72 Millionen Kinder gehabt hätten, von 2015 bis 2020. Damit ist dieser natürliche Anstieg in der Anzahl Todesfälle, die natürlich steigen muss, wenn es mehr Kinder hat, ist dann neutralisiert. Und
Ich verwende zwei Standardabweichungen und die Formel des Bundesamt Statistikers zur Berechnung der Zufallsschwankung. Dann sieht das Ganze so aus, das Bild ändert sich nicht wahnsinnig. Wir haben wieder diesen schwankenden Bereich, hier sind die einzelnen Jahre andersfarbig eingetragen. Und dann für 2020 sehen wir, dass wir relativ schnell das Vertrauensintervall oder den Zufallsbereich verlassen. Das wäre dieser Bereich. Hier drin wäre alles ein bisschen zufällig. Und das ist jetzt nur dargestellt bis 2020. 2021 gibt es einen weiteren Anstieg. Also wir sind dann hier definitiv außerhalb der Zufallsschwankung. Also es hat nichts damit zu tun, dass die Anzahl Kinder zugenommen hätte, und diese Übersterblichkeit hat auch nichts damit zu tun, dass es halt im Rahmen des Zufalls möglich ist, dass es solche Ausschläge gibt. Fassen wir zusammen: Die maximale kumulierten Übersterblichkeiten in den Perioden 2015 bis 2019, also da, wo halt diese normalen Schwankungen stattfinden, beträgt bei den Senioren 1845 Todesfälle. In der Pandemiezeit bis Ende Jahr 2021 sind es 8082, also 4,4 mal mehr. Bei den 40- bis 64-Jährigen haben wir auch zwei Werte, das sind aber 6,1 mal mehr. Bei den 20- bis 39-Jährigen sind es 3,5 mal mehr und bei den Kindern sind es auch 4,4 mal mehr. Jetzt muss man aber beobachten, dass diese Zahl deutlich von Corona geprägt ist, wenn auch nicht vollständig. Diese Zahl da unten bestenfalls zu 3%. Also 97% dieser Todesfälle haben andere Ursachen. Wie gesagt, Ursachen, die wir aus dieser Analyse nicht ableiten können. Was wir aber sehen ist, relativ gesehen sind genau gleich viel mehr Kinder gestorben wie bei den Senioren, allerdings definitiv nicht an Corona oder die meisten nicht an Corona. Was ist das Fazit? Die Analyse zeigt unerwartet hohe Sterblichkeiten sämtlichen Altersgruppen in einem bisher ungekannten Ausmaß. Relativ betrachtet trifft jetzt die Kinder gleich stark wie die Senioren, in absoluten Zahlen natürlich nicht. Die Ausschläge können, je jünger die betrachtete Gruppe ist, umso weniger durch Covid-19 Todesfälle erklärt werden. Zudem befremdet, dass die Anstiege zum Beispiel für die 20- bis 64-Jährigen dort besonders ausgeprägt sind, wo die Prävention, also die Impfung und die Zertifikatspflicht und all die Sachen zur Anwendung kam. Da müsste man eigentlich erwarten, dass dann die unerwarteten Todesfälle zurückgehen würden. Unsere Zahlen zeigen jedoch keine Kausalität, wir beschreiben einfach die Situation. Warum diese Übersterblichkeiten entstanden sind, das muss genauer geprüft werden. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wer sich vertieft mit dem Thema beschäftigen möchte, dem sei dieses Buch Der Corona-Elefant empfohlen, herausgegeben von mir, Andreas Klee, Peter Rohner und Pietro Vernazza. Zu beziehen unter anderem unter www.corona-elefant.ch.